ist ja noch feiger, mit Verlaub gesagt. Das ist ja Feigheit zum Quadrat. Es war ja der Karl Nehammer, der am Abend des 29. September, des Wahlabendes vor den Kameras gesagt hat, für ihn kommt keine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen in Frage. Es war der steirische Landeshauptmann Christoph Drechsler, der ihm assistierend ein Interview in der Steiermark gegeben hat. Für ihn kommt nur Rot und Schwarz in Frage. Ja? Die Österreichische Volkspartei wurde dem Herrn Babler verkauft. Dann streift man sich die Füße am Marionettenspieler in der Hofburg ab und erklärt, das ist alles die Schuld des Herrn van der Bellen. Nachdem man in Wahrheit ja in Tateinheit mit dem Herrn van der Bellen selbst durch Ausgrenzung der Freiheitlichen Partei und knapp 1,4 Millionen Wähler dazu beigetragen hat, dass dieser Regierungsbildungsauftrag nicht an Herbert Kickl ergangen ist. Das ist ja noch verlogener. Das ist ja Verlogen und Feigheit im giftigen Gemisch, das hier zum Tragen kommt. Also ich frage mich wirklich, für wie dumm hält Karl Nehammer die österreichische Bevölkerung? Für wie dumm will Karl Nehammer seine eigene österreichische Volkspartei verkaufen? Es gibt reihenweise Bürgermeister, auch hier in der Steiermark, die massiv Drechsler, Nehammer, Michl Leitner, Kahner, Stocker kritisieren dafür, dass sie in Wahrheit mit dem Van der Bellen das ausgebackelt haben, um zu verhindern, dass Herbert Kickl überhaupt einen Regierungsbildungsauftrag bekommt. Denn die Angst von Karl Nehammer und seinen Konsorten, die ihn beraten, war ja zu groß, dass Herbert Kickl mit einzelnen Funktionären der österreichischen Volkspartei tatsächlich eine Regierung erfolgreich bilden könnte. Man wollte ja verhindern, dass nur ein einziges Gespräch stattfindet, sich heute hinzustellen und zu sagen, ja, der Herr Bundespräsident ist schuld. Das ist, wie gesagt, verlogen und feig. Ja? Ich bin ja der Letzte, der Van der Bellen in Schutz nehmen will, aber er gehört zu diesem Trio der Nicht-Anerkenner des österreichischen Wahlergebnisses. Das darf man nie vergessen. Wenn sich jetzt der eine vom anderen distanzieren beginnt, ja, wird das lustig. Nehammer selbst hat heute gemeint, er nimmt